vor, unibedingt und natürlich auch arbeitsbedingt. Denn als Architekturstudent geht man davon aus, dass du laufend irgendwo unterwegs bist, denn du pendelst zwischen verschiedenen Projekten. Das kann im Land sein, das kann aber länderübergreifend sein, das kann international sein. Und man geht davon aus, dass du nicht nur in Innsbruck studierst oder nur in Wien, sondern man will natürlich internationale Erfahrung sammeln. Und dazu geht es in Kürze auf Erasmus+. Was ist das genau? Das ist ein universitäres Austauschprogramm, wo Leute im Ausland sehr günstig und sehr gut in Unis kommen, die man normalerweise fast nicht erreicht. Und zwar gibt es bei jeder Uni ein eigenes International Program. Bei uns ist es Erasmus+ und Erasmus. Das können wir immer darauf an, Erasmus ist im europäischen Raum, Erasmus+ ist dann schon erweitert. Und für die Masterstudenten gibt es dann auch noch andere Programme, bis hin zum PhD, wo man international an Unis seine Austauschzeit macht. Da ist es das, ich hätte vor Corona, kurz vor Corona, das okay gekriegt, nach New York zu gehen, und zwar an die NGIT. Und dort ist so zwischen 10.000 und 15.000, was man im Semester zahlt. Das ist schon ganz nett, wenn man sich denkt, in Innsbruck zahlt man 220 Euro der ÖH. Und wenn man außerschulisch studiert, dann zahlt man die 360, 380, je nachdem, da gibt es unterschiedliche Regelungen. Aber drüben zahlt man halt wirklich amerikanischen Style, das heißt Verschuldung bis zum Ende nie. Aber wenn man über Erasmus+ oder über Austauschprogramme hinkommt, dann zahlt man das nicht. Also, wenn du in die Richtung gehst, dann bist du nicht nur die Bürodame, die irgendwo ein paar Zeichnungen aber klopfen sollte, sondern du solltest international versiert sein. Meiner einer Französisch, Englisch, Italienisch, Deutsch und in Teilen Griechisch und vielleicht auch in Kürze noch mehr. Mein Ziel wäre der Dual Master in Berlin, und zwar mit dem Austauschprogramm ein Jahr Berlin, ein Jahr Shanghai. Das ist zwar Urban Design Master, Doppelmaster, das heißt, man fängt mehr oder weniger mit der Masterarbeit schon in Berlin an, macht die im ersten Jahr fertig und schreibt im zweiten Jahr in Shanghai die zweite. Das war natürlich schon mega genial. Aber wir werden schauen, wo es dorthin geht. Wenn ihr Fragen habt zu Studium, Architektur, Austauschprogrammen, dann einfach da drunter hinschreiben und ich schaue, was ich beantworten kann. Ich habe 5 Jahre lang Vertretung für Studierende in Innsbruck gemacht, für Maschinenbau, Mechatronik, Architektur, Bauingenieurwesen. Also wenn es Fragen gibt in die Richtung, kann ich euch aushelfen, allgemein interdisziplinär natürlich auch. Und ich freue mich auf eure Fragen.